Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Feed the Beast Ultimate Folge 6. Nachdem Lukas in der letzten Folge auf unerklärsame Weise, Hust, Lava, gestorben ist. Ja, ich bin reingetreten. Warum brenne ich denn Eng so lange nach der Lava? Normalerweise hört es Lukas, besser. Angry Zombie. Okay, warte. Ja, komm her, du kleiner. Ja, komm her, du kleines Arschloch. Ich habe hier was Schönes für dich. Komm her. Geaxtet. Ich achte dich gleich mal, Alter. Du wurde eindeutig vom Schwert niedergemäht. Sicher. Nö. Danke, du Quarz-Dings-Kristall, dafür, dass du Licht machst. Das ist eine gute Fackelquelle. Jetzt bin ich wieder Level. Ich bin schon wieder Level 10. Nice. Ich Level 13. Ich bin gerade eben gestorben, also. Nein, bist du nicht. Nö, steht da nur im Chat hier, ne? Wo? Hier, was burn to death? Nein, steht da nicht. Lüg nicht. Doch, steht da. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, lüg nicht. Immer mehr doch. Jetzt fang ich mal wieder mit dem Kinderkram an, Lukas. Kitty. Schwuchtel. Kitty. Schwuchtel. Nee, ich sag, dass du magst. Dann stimmt's ja auch. Aber. Nein, mein Spitzhacke ist hin. Haha, ich hab zwei Stück. Hecker. Ich hab zwei Eisen. Hast du den letzten Eisen gemacht? Verarschen. Nö. Alter. Was denn? Wie viel Eisen gibst du aus? Zwei. Ne, warte. Drei für eine Pickel. Drei. Und eine Stein. Ich habe hier Saphir-Picke. Ich will Creeper gerade sterben. Das ist doch schön. Stell dich daneben und lach. Mache ich normalerweise auch. Aber ich weiß nicht, wo er stirbt. Och, schade. Ich habe Saphire gefunden nochmal. Von denen hat man nie genug. Doch. Nein. Doch. Spätestens dann, wenn du 10 Doppelkisten voll hast. Nö, du kannst immer noch geilen Scheiß mitmachen. Und was? Spitzhacken müsste umfallen. Kannst du auch mal Spitzhacken machen? Ja, okay. Dann mach dir aus 10 Doppelkisten so viele Spitzhacken, wie du kannst. Dann hänge ich mir einen Rahmen an die Wand, weißt du? Ja, dann baust du ein Haus draus. Rahmenhaus. Alter. Scheiß Lava. Wieso gibt es in diesem Spiel überhaupt Lava? Ganz ehrlich. Um dich aufzuregen. Merke ich. Ich hab Lava Pistola Lucci. Yay. Mal gucken, wie alles jetzt drin ist, ob die PCs die ganze Nacht lang gelaufen sind. Wir haben 21,1 Grad. Bei Das den ist immer anderen Spack, wo die Laptops da sind, dann ist es immer noch wärmer. als ich noch meinen Laptop hier drin hatte, da war es war mal da. Ja, und die an bei den anderen auch. Alter, ich habe Öl gefunden. Alter, ich habe Deckenerze gefunden. Ach so, Lukas, übrigens, wir haben so knapp zwei Stacks Eisen übrigens, ne? So als Info. Wie viel? Knapp zwei Stacks. So wenig nur? Na gut, ich habe auch noch einiges dabei. Oben hatten wir gerade eben einen Stack, eineinhalb Stacks oder so. Hm? Ich würde mal sagen, wir müssen dann mal ganz scheiße nach oben bringen und dabei zusehen, dass wir uns mal einen Keller runtergraben. Habe ich doch. Also so tief, also tief runtergraben und Redstone finden. Wofür brauchst du Redstone? Energy Gels, Generator. So. Was ich vielleicht nächste Folge machen würde, wäre schon mal die Walls für die Lagerhalle machen. Wie wäre es jetzt, eine Lagerhalle zu bauen, bevor wir die Wände dafür bauen? Ja, meine ich doch. Schon mal zu überlegen, wo und schon mal begradigen, etc. Ich hab's einfach mit dem Rubberwood gestopft, wo die Lava rauskommt.
Jetzt Guck, was pisse ich ich so anderen, aus. mal gucken, ob die anderen auch heute online kommen. Die anderen Spackos. Bevor ich mich dann ab verpisse. Meine Steaks sind weg. Egal, ich habe ein Zombie-Gehirn. Ey Lukas, wollten wir nicht die ganze Nacht irgendwie was anderes eigentlich machen? Ja, eigentlich schon. Okay, dann ist ja gut. Ich war ein bisschen be ich wäre jetzt ein bisschen besser als Marc. Eigentlich wollte ich viel besser werden, aber ich war, hatte einen kleinen Bock. Alles gut. Wer sich wundert, nein, wir machen keine Werbung. Wieder nicht. Wie Werbung? Das ist sie was? Ja, keine Werbung. Nee, ist auch keine Werbung. Warum muss Marc aber besser sein als ich, dieser Spacko? Er sollte mal zufrieden sein, schlechter zu sein als ich und mich nicht immer zum Zocken zwingen, deswegen. Weil ich wieder besser sein muss als er, damit, weil das peinlich ist. Irgendwann wird deswegen noch ein Krieg ausbrechen zwischen mir und Marc. Zwischen Marc, dir und irgendwas. Yay. Ich glaube, ich brauche das Eisen ab und mich erstmal fertig in der Mine. Ich habe keinen Bock mehr, da hier rumzurennen und. Ich Oh, jetzt ist hab's. Eisen in die Lava gefallen. So liebe ich das. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken wegen so einem scheiß Skelett. Alter, ich habe doch noch ein halbes Leben, ne? Ich werde sterben. Ja, ich würde mal sagen, rette deinen Arsch. Ich werde sterben, ich habe nur 4,5 Leben. Ne, 3,5 hatte ich. Versuch zu überleben, Alter. Du kannst nicht leisten, du stirbst. Okay, hab beide. Aber ich muss übel regenerieren jetzt gerade. Das heißt, wenn jetzt ein Mob ankommt, bin ich tot. Grab dich schnell in der Wand, du bist eh nicht auf. Nein, ich grab mich nicht in der Wand, ich bin keine Pussy wie du. Es ist besser als zu sterben. Vor allem, wenn jemand anders die Scheiße braucht, die du im Inventar hast. Redstone! Wuhu! Ach geil, ich habe mich in die Wand gegraben und habe Eisen gefunden. Ein einziges gottverdammtes Redstone hat's überlebt. Oh geil. Die anderen 5 sind alle in die Lava gefallen. Nice. Fick dich, Lava! Ich kann mir das nicht leisten, dass so viel reinfällt. Ist doch schön. Oh Gott, Alter. Es ist ankotzend. Sehr, sehr. Ah! Nicht schon wieder. Du bist gestorben. Verdammt! Alles in die Lava. Ja. Scheiße, Alter. Ich grab mich jetzt hoch. Warum spring ich bin ich da reingesprungen in das Loch, wo ich die Lava sehe? Weiß Alter, ich nicht. ich hätte im Bett schlafen sollen. Wirklich. Fand das ganze Eisen, was ich dabei hatte. Ach, scheiß drauf, wir haben ja Eisen zu Hause. Jetzt baue ich jetzt mal aus dem Eisen zu Hause was. Jetzt gehe ich nicht nochmal in die Mine, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Nee, deine Sachen sind alle verbrannt. Ja, ich weiß. Es war ein schönes Loch, was senkrecht nach unten gegangen ist, wo diese Items nirgends anders hin können als in die Lava. Ach, guck mal, Lukas, ich bin richtig gut rausgekommen. Vor allem habe ich auch, ich glaube, ich habe auch ordentlich Gold verfackelt. Müssen wir mal nach einem Video gucken. Ja, wäre ja nicht schlimm. Nur nicht, wir brauchen ja nur für den scheiß Destruction Catalyst 3 Goldblöcke. Ja, aber zur Not habe ich auch nochmal 0 gerade dabei. So, ich bin noch 800 Blöcke entfernt. Ach so, willst du jetzt laufen oder soll ich dich nochmal TP'n? Ich laufe. Okay. Ich bin da kein Noob wie Mark. Ist nur ein bisschen schlecht, wenn ich schnell meine Items kriegen muss. Da dauert ja der Hinweg 5 Minuten schon. 10. Du weißt ja, wo du hin musst, ne? Gut. Ja, Waypoint. Ja, gut. 700 Meter noch. Ich lager mal wieder aus. Viecher kann man bestimmt auch mal wieder züchten jetzt. Das hier sitzt. Ich pflanze noch mal eben an. Tu das. Noch 600 Meter und noch 5 Minuten Zeit. Ungefähr eine Folge. Ne, sogar 6 Minuten. Oh, passt doch. Ist ja egal. Schnitzel! Ja, laufende Schnitzel. Ne, warte, doch Schnitzel, ne, Steak. Ne, Schnitzel, doch Schnitzel stimmt. Schnitzel! Ich habe gerade eins mit der Hand. Toll. Jetzt ist sogar schon weich geklopft mit der Hand. Weich geklopfter Schnitzel ist doch immer das beste Ich Schnitzel. hab's mit der Hand weich gehauen, weißt du? Ey, Tillmanns Toasty. Don't call it Schnitzel. Oh ja, Schnitzel. Was wollte ich machen? Schnitzel auf Naja. beiden. Es stirbt endlich. Was wollte ich machen? Ah ja, warte Schweine mal. umbringen. Furnace.
So, Furnace, Iron Furnace, sieht einfach genauso aus wie der andere. Electric, Induction. Ich denke, ich kümmere mich drum, sobald ich zu Hause bin. Ich weiß, welche der beste, welche Nö, ist besser. ich baue schon mal ein Iron Weiß Furnace. schon, dass du noch billiger bauen kannst aus nur Eisen. Du kannst nämlich auch alten Ofen dazu mitverwenden. Weiß ich, habe ich auch vor. Wow, du hast Ahnung davon. Ha? Was? Was? Ich habe dir nicht zugehört. Ja, ich hier auch nicht. Ja. Ich will dir nur nicht sagen, was ich gesagt habe. Schuchtel. Geh Was? dort. Hey, was ist Mark? Ich brauche Essen. Oder ich will verrecken. Ich habe 11 rohes Schweinefleisch, aber ich will es nicht roh fressen. Das ist sonst eine Verschwendung. Lukas, wir haben laufendes Essen vor der Tür. Ich habe jetzt eins reingezogen, hat 1,5 Keulen gebracht. Es reicht noch, um lebend anzukommen. Solange mich kein Skelett attackiert, durch eine Schlucht stürze. Ich kann auch einfach mal Nacht machen. Noch mehr. Willst du dich verarschen? Ja, doch schon. Noch mehr Essen. Noch mehr Essen auf Beinen, Welches ja. Feuerzeug könnte ich die Kuh anzünden? Da hätte ich es gebraten. Ja, du bist beim Vulkan jetzt gerade, wo ich Basalt geholt habe. Theoretisch könnte ich es in den Vulkan reinschmeißen, dass es uns brennt, aufheben. Dann müsste es eigentlich gebratenes Fleisch sein, oder? Ja, ist es dann auch. Aber ich glaube, ich würde es verkacken wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Den Versuch ist zwar wert, aber. Ich habe sogar Leder gekriegt. Lederrüstung. Vielleicht. Stirbt die Kuh, ich vermute, dreht sich zum Leder von der anderen. Scheiße, es wird Nacht. Weiß ich. Oh Gott. Ich glaube, wenn ich noch mehr Essen auf beiden begegnet, würde ich niemals rechtzeitig ankommen. Was? Also, das Fleisch ist etwas schneller verbrannt als erwartet. Nee, so geht das auch nicht, Lukas. So geht das auch nicht. Wie denn? Die Kuh muss brennen und wenn sie dann stirbt, raubt sie gebratenes Fleisch. Ja, das weiß ich, aber ich wollte gucken, ob ich das vielleicht auch brate, Nee, wenn ich das es geht leider durchschmeiß. nicht. Wird sonst ein bisschen OP, weißt du? Nicht. Ich habe gerade eingefrorenes Eisen gesehen. Alter, noch 900 Blöcke. Ne, 300, warte, 300. Ich kann auch schön lesen. Ich kann hier sprinten. Ich versuche auch noch viel möglich Fleisch nach Hause zu bringen. Passt schon. Hast du Karotten angepflanzt? Ja, sind draußen angepflanzt und ich habe auch welche im Inventar. Gut. Ich kann dir ja gleich ein paar geben, ich will ja noch mehr Schweine machen. Aha. Du wirst noch mehr versaute Sachen machen. Haha. Wow. Alter, die armen Chinesen. Ja. Hab schon wieder eingeköpft, oder was? Ja. Oh Gott, Alter. Das tut gut, meine Arme mal zu strecken, ey. Ich habe auf dem Sofa gelegen. Ja, du Pinneule, ey. Das war echt eng da drauf. Wo bist denn du? 181 Blöcke entfernt vom Haus. Okay. Naja, aber ich habe wenigstens nicht die ganze Zeit langen Bildschirmschoner angeguckt. Also, der Monitor hätte ich ruiniert auf die Art. Der hier wird hoffentlich ein paar Jahre machen. Der hat mal 300 Euro gekostet, da kann man das erwarten von dem. Wie staufst du denn, Alter? Das ist als würdest du als hättest das Headset einem Pferd aufgezogen. Ja. So schnauft das. Hast du Ich beobachte dich. eine Iron Furnace? Ich muss jetzt ganz schnell Fleisch braten, ansonsten würde ich sterben. Ich beobachte dich, Lukas. Du Stalker! Guck, schon alles vorbereitet. Wie viele Iron Furnaces hast du gemacht? Zwei. Die links sind normale. Okay. Jetzt tue ich Verbrennmaterial rein. Na, das ist doch auch schon ordentlich. Wie viel Eisen haben wir noch? Das ist gerade alles in den Öfen am Schmelzen. Verarschen? Warum? Ich hab mich halt gerade verarscht. So, jetzt tun wir erst da rein. Jetzt finden wir erst Ich noch. glaube, du brauchst das Ding. Du brauchst die, glaube ich, mehr. Oh, wir teilen es einfach auf. Ich nehme Moment. das, du kriegst das und das. Dachte, So, du das. musst nicht mehr nackt rumrennen. Yeah, in Hose und Helm. Das hat der meiste Protection. Na, geht.
Ich habe Brust und Schuhe. Ich gehe jetzt Kühe. Du gehst jetzt Kühe vergewaltigen, ne? Nein, ich gewalte ja keine Kühe. Alter, hier. Wir machen uns schon mal, ich mach schon mal volle Rüstung für uns beide. Besorg mir mal. Und hier ist für dich noch die Schuhe. So. Karotten brauche ich und Weizen brauche ich und Seeds brauche ich. Weizen haben wir noch nicht, das war noch nicht fertig. Seeds. Wir konnte ich nicht anpflanzen, weil ich ja den bekannten schönen Bug hatte, ne? Ja. Weiß Bescheid. Hier wächst schön hier auf dem Beet. Wir werden jetzt erstmal die Schweine gefüttert. Ach, wir haben sogar Knochen. Wir haben Knochen, glaube ich. Ja, zwei Stück. Jetzt haben wir drei große Schweine. Hier, Lukas, wir haben ein bisschen Bone Meal. Ich schmeiße es dir vor die Tür. Von innen. Ich glaube, irgendwann müssen wir mal Türen hier rein einbauen. Ja, das machen wir gleich. Bei den Schweinen. Und bei den anderen Viechern. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Wo wächst hier Weizen? Die sehen nur hoffenweise gleich aussehendes Gemüse. Da, genau. Links daneben die zwei noch. Und dann nach oben das eine. Das da. Das guck sind Weizen. Das sind die vier Weizen. Das sind geile Zeiten. Guck hier. Es fängt gerade erst an. Es ist fertig gewachsen. Ohne ich weiß leider nicht, was das ist, was ich da angebaut habe. Alles. Ja. Irgendwelches Gemüse. Einmal querbeet ein. Einfach alles angebaut, fertig. Jetzt werden dann noch Hühner gefüttert, Kühe gefüttert. Die Hühner legen als Eier. So. Sag mal, wir hatten noch mal eine Babykuh, oder was ist mit der passiert? Ne, wir hatten keine Babykuh. Nicht? Nein, weil wir noch keinen Weizen hatten. Ich hau mal Zauntüren. Ja, und ich hab dem mal Licht gegeben, ne? Jetzt hier, ich würde sagen, wir lassen erstmal ziemlich viele Viecher, mindestens vier lassen wir mal übrig, weil dann kann man zwei kleine gleichzeitig züchten. Ja. Oder wir machen es einfach so, dass das Gehege halb überquillt und dann schlachten wir alle in einer Folge. Wieso alle? Wir lassen ein paar müssen übrig lassen. Ja, dann lassen wir so fünf, sechs übrig oder sowas. Oder zwei. Oder vier. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir irgendwo. Ne, wir haben kein Holz. Ach, hier. Wo, gib her. Wo ist eigentlich das ganze Schweinefleisch hin? Weiß ich denn nicht, wo du es hingeschmissen hast. Ach, da ist es ja. So, jetzt kommt das letzte Schnitzel auch noch. Spiele ich das eigentlich auf Englisch? Ja, spiele ich. Das ist mir egal, auf welcher Sprache ich sie spiele. Mal gucken, was wollte ich machen? Ich wollte Zauntüren bauen, ich brauche nur eine Menge Holz. Egal, Lukas, was brauchen wir als erstes? Ein Generator, ne? Ja, aber da brauche ich nur Redstone und das habe ich ja verbrannt. Oh, sind wir 18 Minuten. Das heißt, wir müssen das Folge gleich beenden, sobald ich den Baum umgefällt habe. Ups. Dauert hier. So Leute, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.